Das mysteriöse Verschwinden einer jungen Reiterin untersuchen jetzt Florian Winter und Peggy Herrmann. Reitunfall, vermisste Person. Jetzt müssen wir mal gucken, was genau passiert. Oh, guck mal hier. Blut. Hier ist auch ja, noch mal Blut. Mal. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Oh, Sie haben die Hand voll Blut. Dann ja, gebe ich Ihnen mal nicht die Hand. Ist meine Tochter. Die ist ausgeritten und jetzt haben wir das Pferd gefunden. Und da hinten ist Stacheldraht. Okay, also mal ganz ruhig. Ihre Tochter ist mit dem Pferd ausgeritten? Ja. Und das Pferd ist jetzt alleine verletzt wiedergekommen, um das mal zusammenzufassen. Ganz genau. Das okay. Pferd haben wir jetzt hier gefunden. Und wo ist denn Ihre Tochter lang geritten? Dann ja. Haben Sie mal schon mal geguckt, irgendwo, ob der auf irgendwo. Alle Fälle von hier und ich habe jetzt nur diesen Stacheldraht gesehen und hier. Wer sind Sie jetzt? Ich bin die Schwester, ich bin die Christina. Okay, schönen guten Tag, hallo. Können Sie denn irgendwas dazu sagen, was mit dem Pferd passiert sein könnte oder mit Ihrer Schwester? Ich wollte die Kinder vom Reiterhof abholen, aber nur Christina war da. Bibi ist weg. Okay. Jetzt haben wir hier das Pferd und sie ist alleine ausgeritten? Sie ist alleine ausgeritten. Das Pferd ist eigentlich ganz gut. Hat sie denn immer die gleiche Strecke, dass irgendjemand die Strecke vielleicht schon mal abgegangen ist, dass sie hier irgendwo noch wir liegt? Ich habe schon geguckt, aber ihr Reithelm liegt ja hier. Das muss irgendwo. Ich kann also das muss es sich hier irgendwo. Einfach weg. Aber wer macht denn sowas? Ja. Wollen Sie mit dem Pferd mal vielleicht schon Richtung Stall gehen? Oder dass wir vielleicht das Pferd mal, das ist richtig aufgeregt und auch verletzt, genau. Dass wir das Pferd zumindest mal in Sicherheit haben und dann kümmern wir uns mal hier um die vermisste Person. Auf dem lehmigen Boden entdecken die Polizeioberkommissare Peggy Herrmann und Florian Winter auffällige Schleifspuren. Gemeinsam mit der Mutter folgen die Beamten den Abdrücken, die sie zu den Pferdestallungen führen. Ja, zeigen Sie uns einfach mal die Stallung und dann schauen wir mal. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und überhaupt, wer spannt denn das Stacheldraht? Das ist doch lebensgefährlich. Das müssen wir natürlich mal genauestens klären. Ach, das ist ja ein Reitstiefel. Ja, hier ist auch noch Blut. Guck mal, hier ist eine Blutspur. Ja. Guck mal hier. Ja gut, das kann sein, dass das Pferd jetzt eben hier. Da ist das verletzte Pferd. Glaube ich nicht. Das ist der Reitstiefel meiner Tochter, eindeutig. Okay. Die hat die letzten Weihnachten ja, dann musst du hier irgendwo bekommen. Sein. Guten Tag. Hallo. Die führt hier rein. Haben Sie hier irgendwen gesehen? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Okay. Wir haben jetzt hier eine. Ist meine Schwester. Ja, was? Wir haben hier ganz kurze Frage. Blut. Ganz kurze Frage. Hier ist überall Blut. Ja, hier auch. Hier an dem Riegel. Hier vorne ist auch Blut. Hier ist überall Blut auch an der Mistgabel. Wo ist meine Schwester? Der Verdacht fällt auf den Stallburschen. Priorität hat nun allerdings zunächst die Suche nach dem vermissten Mädchen. Die Spuren deuten darauf hin, dass die junge Frau Opfer eines grausamen Verbrechens wurde. Hallo? Bianca? Hieß doch Bianca, ne? Ja. Arnold, noch mal mit einer kurzen Rückfrage. Hier liegt eine Person, hier liegt eine Person. Wir brauchen den RTW hier, wir haben eine verletzte Person. Hallo? Der wollte ja auch Bianca. Rollen. Ja, aber für die 12:24 der Ärzte, wir müssen jetzt in wenigen Sekunden Eintreffen haben an dem besagten Reiterhof. Hat noch Puls. Ja. Wir schicken jemanden raus als Einweiser. Gehen Sie mal bitte einer von Ihnen runter und weist den RTW ein. Gehen Sie mal bitte runter und weisen die Rettungskräfte ein. Bibi. Der RTW kommt sofort. Wach werden. Hallo. Schatz. Hallo. Bianca. Was ist denn los? Nur langsam kommt die schwer verletzte Reiterin zu sich. Während die Sanitäter übernehmen, machen sich die Beamten auf die Suche nach dem Täter. Die Spuren scheinen eindeutig. Herr Quast, also wichtig für uns ist jetzt, wie lange waren Sie schon in dem Stall? Und warum ist dort Blut? Und was können Sie dazu sagen, warum die Türe nebenan verschlossen war? Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt seit ein paar Stunden hier. Ich bin am Ausmisten. Gestern war eine Geburt, wir haben einen Fohlen bekommen. Ja. Deswegen das ganze Blut da drin. Okay. Ich bin es gerade am Saubermachen. Das ist schlüssig. Aber das Blut hat damit nichts zu tun. Nein, keine Ahnung, wie das reingekommen ist. Ich habe es gerade erst gesehen. Okay. Wissen Sie irgendwie was dazu? Gar nichts. Was ist da oben passiert? Was ist mit Bianca? Ich weiß es nicht. Also wir hatten die Meldung, dass eine vermisste Person vermutlich nach einem Reitunfall. Und das sieht so aus. Wir haben nämlich hinten auf einem Weg Stacheldraht gefunden. Der ist quer über den Weg gespannt, der Stacheldraht. Okay. Und dieser Stacheldraht hat den Weg blockiert, das Pferd ist da rein und dann wurde wohl das Pferd, sag ich mal, aufgescheucht, ihre Schwester wurde abgeworfen und dementsprechend verletzt ist sie irgendwie hier hingekommen, aber es sind Schleifspuren hier hin und das lässt eigentlich so darauf schließen, als wenn sie nicht selber
So, den Karton, habe ich oben gefunden. Ja. Da schauen wir, was da drin ist. Oh, da ist auch noch Blut. Ja, das ist und der Stacheldraht. Was ist das? So, der ist versendet worden an Unbekannt, weil es abgerissen worden. Aber die Sendungsnummer ist noch drauf, ne? Bevor die Beamten die Sendungsnummer überprüfen können, wird bei der verletzten Reiterin ein Liebesbrief gefunden. Das ist jedoch nicht die einzige unvorhersehbare Wendung, die dieser Fall noch nehmen wird. So. Ja, Arnold mit. Also irgendeiner hier im Stall stellt dir einfach nach. Das hat sie gerade gesagt. Hat sie gerade gesagt, vielleicht geht da noch mal rein. Machen wir. Kann ja hier nur was her gewesen sein. Meinte sie denn, dass das was mit damit zu tun hat jetzt? Sie hat es jetzt in die Hand gedrückt, ich weiß nicht. Liebe Bianca, Worte wie Liebe, Vertrauen und Glück kommen nicht annähernd an das heran, was ich fühle, wenn du vor mir stehst. Ich bin dein Schicksal. Du kannst dich mir nicht entziehen, wir gehören zusammen, ich vermisse dich. In meinen Träumen existierst nur du, ich liebe dich. Hat ja so ein bisschen was irgendwie, so ein Kinderschlag. Nein! Leute, wer denn schon immer hinterher gewesen? Vielleicht können wir alle mal nacheinander sprechen. Wir kommen gleich sprechen. Rüber. Macht erstmal die ersten Sachen da. Was ist jetzt mit Ihnen? Ja, es kann sein. Ich bin etwas verknallt in etwas. Bianca. Ist du guckst sie seit Jahren hinterher, du geierst hier förmlich hinterher. Halten Sie sich jetzt mal bitte einmal kurz zurück. Sie haben den Brief geschrieben? Ja, das stimmt. Okay, also das heißt, Sie sind in sie verliebt? Ja. Ja? Und haben Sie irgendwas mit dem Stacheldraht zu tun? Um Gottes Willen, ich war am Ausmüssen. Ich habe nichts mitbekommen. Ich bin hier Pferdepfleger. Ich kümmere mich auch teilweise um die Pferde hier. Ich habe das Blut von gestern noch wegmachen wollen. Von wann bis wann sind Sie hier im Stall gewesen heute? Seit heute Morgen, keine Ahnung, 10 Uhr bis heute Mittag bis jetzt. Und Sie waren die ganze Zeit nur hier an diesem Stall? Ja, ich bin auch rumgegangen, habe mich um die Pferde gekümmert und dann hinten zum Ausmüssen. Ja, sonst ist aber auch nichts auffällig gewesen hier, eine andere Person oder so? Ich habe gar nichts mitbekommen. Weil ganz ehrlich, es ist auffällig, Sie haben überall Blut. Ja, Sie sind verliebt, Sie haben ihr den Brief geschrieben. Das Blut ist von dort, ich habe damit nichts zu tun. Wo von dort? Von dem Heuhaufen, von gestern, von der Geburt. Mal Ihren Ausweis wieder, Personalien haben Sie? Aus dem Rettungswagen gibt es mittlerweile gute Nachrichten. Die verletzte Reiterin ist ansprechbar und kann eine erste Aussage machen. Polizeioberkommissar Florian Winter hofft, dass die junge Frau das Rätsel um die Identität des Täters lüften kann. Können Sie uns mal sagen, wie Sie hier hingekommen sind oder entzieht sich das Ihrer Kenntnis? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Okay, weil wir haben Schleifspuren hinten von dem Pferdeunglück, sage ich mal, von der Unglücksstelle bis hier in diesen Stall rein. Da waren Sie auch eingesperrt. Mhm. Können Sie es nicht erklären, ne? Mhm. Wissen Sie nicht. Okay, dann sind Sie hier erst wieder aufgewacht. Gut. Hier mit diesem Liebesbrief, würden Sie das dem Theo, heißt er glaube ich, würden Sie das dem Theo zutrauen, dass er sowas macht? Ich weiß es nicht, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber der Brief ist echt gruselig. Während die Verletzte den heimlich verliebten Stallburschen verdächtigt, bekommt Florian Winter Informationen von der Leitstelle. Plötzlich nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Komm mal kurz. Ja. Die Leitstelle hat sich gemeldet. Mhm. Die Paketsendungsnummer wurde überprüft. Mhm. Das Paket ist an den gleichen Nachnamen gegangen, wie die Melderin heißt. Hane oder Hanel, ich glaube, ist ja, das ja. Ja, die heißen aber alle so. Ja, aber kein Vorname. Kein Vorname hinterlegt. Auf jeden Fall ist das Paket, müssen wir jetzt mal vielleicht nachhaken, wer das Paket bekommen hat. Weil das ist definitiv hier hingegangen an eine Person mit dem Nachnamen Hane oder Hanel. Na super. Fragen wir mal nach, ja. Ne? So, Sie sind ja die Melderin, ne? Können Sie sich erklären, wie das Paket, was wir oben gefunden haben mit dem Stacheldraht, ja, hier in Ihren Stall kommt? Wissen Sie das? Wieso ich jetzt? Weil das Paket, wir haben nachforschen lassen und wir wissen jetzt, dass der Name des Empfängers gleich der Name des Melders ist, also sprich Ihr Name. Was? Der Familienname. Das kann ja gar nicht sein. Also außer meiner Töchter und mir heißt ja keine Hane. Die Mutter können Peggy Herrmann und Florian Winter als Tatverdächtige ausschließen. Anders sieht es bei deren Tochter aus. Unter Druck bricht es plötzlich aus der jungen Frau heraus. Christina, jetzt sag nicht, du hast den Stacheldraht. Mann, ich wollte doch nur, dass sie einmal Christina so auf den Boden der Tatsachen gekommen ist. Sie hat immer nur Erfolge. Sie ist 17 und sie hat ein leichteres Leben als ich. Immer. Ihr fällt alles zu Füßen. Du hast den Stacheldraht. Ich bin seit einem Jahr an dem verkackten Führerschein dabei. Seit einem Jahr bin durch die Prüfung gefallen. Sie ist seit 2 Monaten dran und weiter als ich. Sie bekommt alles in den Hintern geschoben. Bist du wahnsinnig? Sie ist die bessere Leiterin, sie hat mehr Freunde. Sie hat einfach alles. Ihr fällt alles zu Füßen. Und ich versage. Ich bleib sitzen, bleib bei ihr in der Klasse jetzt. Und
Die. Oh, du hättest. Die Männer geiern ihr hinterher. Nein! Ich wollte einfach nur, dass sie. Bist du dir darüber klar, dass deine Schwester hätte sterben können? Ich wollte doch nicht, dass das alles so doll ist. Ich wollte nur, dass sie ein bisschen hinfällt und mehr nicht. Man. Und ich wollte nicht, dass das so doll ist und deswegen habe ich auch gesagt, er war das. Ich kann natürlich verstehen, dass es schwierig ist für eines der Kinder, wenn man vernachlässigt wird oder wenn man das Gefühl hat, vernachlässigt zu werden. Ich kann allerdings nicht verstehen, wie man dann kriminell wird und zu solchen Taten neigt, um meiner eigenen Schwester dann zu schaden. Bei aller Liebe und vielleicht auch bei allen Problemen, die Sie hier innerfamiliär haben, die in gewisser Weise auch eine Spur nachvollziehbar sein könnten, dass Sie sich in irgendeiner Weise benachteiligt fühlen oder, brauche ich jetzt erstmal Ihre Personalien und dann machen wir weiter. Aber nichtsdestotrotz, das, was Sie da getan haben, ist echt nicht gut. Von den Kollegen der Wache erfährt Florian Winter, dass die eifersüchtige Schwester bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der jungen Frau sind die Konsequenzen ihres Handelns noch immer nicht bewusst. Der Anschlag hätte tödlich enden können. Personalien habe ich, dann würde ich sagen, brauchen wir sie nicht mitnehmen, oder? Sicherstellen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nee. Dann steht ihrer Liebe theoretisch nichts im Wege, aber vielleicht machen sie das ein bisschen anders, als so einen komischen Brief zu schreiben. Ja, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Ja, der Brief ist aber nicht so, der war ein bisschen grenzwertig, aber da üben wir vielleicht nochmal, ne?